Oktoberfest-Atmosphäre in Berlin. Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin, Staatsministerin Ilse Aigner, eröffnet gemeinsam mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann den traditionellen Auftakt des Münchner Oktoberfestes in der bayerischen Vertretung in Berlin. Ja, Oktoberfesteröffnung hier auf bayerischem Boden in Berlin, in der bayerischen Landesvertretung. Die ganze Welt ist hier zu Gast, aus über 30 Ländern, fast 1000 Leute, die bayerische Lebensgefühl auch erleben wollen. Natürlich süffiges Bier vom Hofbräuhaus und einfach einen schönen Abend verbringen. Das ist Bayern. Das Bierfass für den Anstich stammt in diesem Jahr wieder vom staatlichen Münchner Hofbräuhaus. Und Zapfnis! Die ersten Maßkrüge sind traditionell für die politische Prominenz. Wir freuen uns schon auf das Oktoberfest hier in Berlin. Bayerische Tradition, die in die Bundeshauptstadt gebracht wird. Und es wird mit Sicherheit ein schöner Abend. Der politische Herbst beginnt und was gibt es Schöneres, wenn man das gleichzeitig mit einem Oktoberfesteröffnung zusammenbringt? Das ist, denke ich, ein Höhepunkt des politischen Herbstes und umso schöner mit dabei zu sein. Die bayerische Vertretung bringt in diesem Jahr bereits zum 16. Mal bayerische Lebensart in die Bundeshauptstadt. Traditionelle Oktoberfestattraktionen laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Mit dabei in Berlin ist auch die bayerische Bierkönigin als Botschafterin der Braukunst im Freistaat. Ich freue mich riesig, dass ich wieder in Berlin bin. Ich war schon da für den Tag der Deutschen Brauer. Jetzt heute ist Auftakt vom Oktoberfest. In eineinhalb Wochen geht es ja schon los in meiner Wahlheimat in München. Und ich freue mich riesig, dass ich jetzt schon quasi den ersten Einschwung kriege fürs Oktoberfest. Ich finde es super, mein erstes richtiges Fest hier, kann jetzt am Oktoberfest teilnehmen. Ich finde es absolut spitze, mir gefällt es wahnsinnig, habe schon erst ein Bier gehabt und Brezel. Also so kann es weitergehen, super toll, vielen Dank. Es ist toll, dass wir so großen Zuspruch haben, aber es ist schon traditionell, weil Bayern eben was Besonderes ist, besonderes Lebensgefühl. Und es drückt sich natürlich aus durch unsere kulturellen Besonderheiten. Und da gehört das Oktoberfest eben dazu. Das Oktoberfest in der bayerischen Vertretung in Berlin. Traditionell ein Startsignal für den Beginn eines neuen parlamentarischen Jahres nach der Sommerpause. Und ein gelungener Auftakt für das größte Volksfest der Welt in München.